da kriegen wir 9 Stück raus. Okay. Und davon müsste ich mir eigentlich Schuhe machen können. Jawohl, kann ich. Und dann würde ich am liebsten noch die Schuhe verzaubern wollen. Das ist mit Level 11 natürlich ein bisschen sparsam. Weil wenn es da so ein bisschen Haltbarkeit drauf gibt, Wasserläufer, Schutz erfordert 18, Haltbarkeit 3 erfordert 30. Scheiße. Ja, klappt nicht so ganz. Gut, ja, dann müssen wir halt warten. Ja, ich habe jetzt keine Lust, zu der Spinnfarm zu gehen und jetzt mit euch hier die ganze Zeit irgendwelche Spinnen da zu schlachten. Dann geht das eben nicht. So, dann tauschen wir das mal eben aus. Ziehen wir mal die Quanten an. Wir werden das so machen, dass wir auch eine Kiste mitnehmen. Ja, genau, wir nehmen jetzt noch eine Kiste mit. Haben wir eine? Wie, haben wir keine Kiste? Muss ich echt eine machen? Nö, dann machen wir eben eine. So, dann nehme ich jetzt nämlich eine Kiste mit. Da können wir schon mal das erste Zeug so ablagern. Was wir da so fröhliches haben. Ja, wir machen mal zwei, eine doppelte. Und eine Spitzhacke hätte ich ganz gerne noch. Da würde ich mir ganz gern tatsächlich eine Eisenspitzhacke mitnehmen. Vielleicht haben wir da ein bisschen was. Die Dia lasse ich hier. Effizienzspitzhacke, die möchte ich aufheben. Aber hier so eine Eisenspitzhacke, die nehme ich mit. Sehr schön. So, gut. Haben wir jetzt alles? Schuhe? Habe ich? Also, los geht's. Ich glaube, wenn ich laufe, nutzen die sich nicht ab, nur wenn ich runterspringe. Das heißt, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein damit, weil Gold, wisst ihr selber, ist immer so ein bisschen empfindlicher. Deswegen gucken, dass wir da nicht zu viel Fallschaden bekommen. Wie gesagt, wir haben noch keine einzige Verzauberung irgendwo drauf, die uns irgendeiner Weise nützlich sein könnte zum Schutze. Ja, also wir können in Lava fallen, da würden wir sofort weg sein. Die Sachen sind dann auch weg. Netherite noch gar nicht dran zu denken. Ja, also wir sind ganz am Anfang. Also ein bisschen Rücksicht, meine Damen und Herren. Ja, dass wir das hier noch irgendwie hinkriegen hier. So. Also zumindest bin ich jetzt geschützt. Ich habe ein Goldteil an. Das ist gut. Und somit sollten die Herrschaften uns eigentlich auch in Ruhe lassen. Wenn wir die nicht angreifen, werden die uns auch nicht angreifen. Das Einzige, wo wir aufpassen müssen, sind die Wildschweine oder Warzenschweine, was das da sein soll. Weil die greifen uns natürlich an. Deswegen denke ich, ist es auch sinnvoll, jetzt hier als nächsten Schritt, als nächsten Step. So, guten Morgen, Nether. Oh, Lava. Genau, und die können von da kommen. Das heißt also, wir werden jetzt hier mal... Wo ist denn der Zaun? Da ist der Zaun. Wir werden jetzt hier so einen Zaun bauen. Na, machen wir den ruhig mal hier so hin. Ist das so ein Strider im Wasser tatsächlich? Im Wasser, in der Lava meine ich natürlich. So, ne, weil dann können die... Gut, die tun uns nichts. Ne, dann haben wir hier so einen schönen Bereich... So, so machen wir das hier vielleicht. Wow, ah, ich bin ein bisschen schreckhaft, Leute. Ich habe mit Nether nicht so die guten Erfahrungen gemacht. So, da stirbt sich sehr, sehr schnell im Nether. So, jetzt sind wir aber hier safe zumindest, das ist gut. Hier ruppen wir das gleich mal ab. Das wollten wir ja eh mitnehmen. Diese komische Erde da, die können wir, glaube ich, mit irgendwas anderem abbauen. Das müssen wir dann auch wegnehmen. So. Und dann können diese Wildschweine hier auch, glaube ich, gar nicht durch. Also zumindest hier in diesem Bereich, ne? So, und hier, ja, machen wir mal die weg. Die auch weg. Ah, da ist so ein Pilz, cool. Diesen Pilz, glaube ich, den brauchen wir, dass sie uns in Ruhe lassen. Weil in einem bestimmten Abstand... Die Lava da freue ich mich auch schon. Da werden wir schön mitnehmen. So, jetzt fehlt natürlich hier. Fehlt hier natürlich wieder ein bisschen was. Hier machen wir mal eine Fackel hin. So, dann wird das Ganze hier auch gleich mal ein bisschen schöner aussehen. Bäm. Hier unten können wir schon mal das erste reinsetzen. So. Dass das auch ein bisschen ordentlicher aussieht. Perfekt. Hier können wir das so lassen. Ja, das geht doch eigentlich. So, was haben wir hier? Hier haben wir uns verbaut. Dann nehme ich den gleich mal mit. So, und jetzt würde ich ganz gerne den Zaun hier nur ein bisschen weiter nach vorne ziehen wollen.
Gleiches gilt so wie hier. Also wir brauchen ganz viel Cobblestone jetzt erstmal noch als Zaun. Das war da. Oh, 48 sieht doch gut aus. Innen drin werden wir eine Druckplatte setzen und dann machen wir hier erstmal so gerade so einen Abschluss. Sehr schön. Oh, der Typ da hinten, der hat ein verzaubertes Schwert. So, jetzt ziehen wir hier mal eine Gerade. Und irgendwo machen wir dann in der Mitte auf und da machen wir dann Zauntor hin oder so. Hier zum Beispiel könnte man. Ja, da setze ich jetzt mal so. Ja, komm, machen wir das so hier. Dann ist das gerade halt, ne? Ja, dann sind wir zumindest hier erstmal so ein bisschen typisch Berliner. Erstmal gleich wieder eine Mauer gezogen. Sicherheit vor Freiheit. Jawohl, so muss das sein. So, zack, da machen wir da noch hin. Hier machen wir noch eine hin. So. Und vielleicht hier in der Mitte. Naja, da können wir auch noch eine setzen. So sieht ein bisschen cooler aus. Ja, schön, Freunde, schön. So, hier sind wir jetzt erstmal so weit safe. Hier machen wir das hin. Und ja, weil wir das können, weil wir das können, setze ich jetzt hier gleich mal was Fröhliches hin. Brauche ich erstmal ein bisschen Holz. Erstmal eine Druckplatte bauen. Kann ich aus Stehenstein machen. Hier tausche ich mal kurz aus. Möchte ich ganz gerne ein Kabel reinsetzen wollen. So, da setze ich dann die Druckplatte drauf. Perfekt. So, und dann würde ich sagen, das ist ein Baum, Freunde. Wollen wir mal einen Baum anpflanzen im Nether? Können wir machen. Die Kiste, die werden wir noch hier irgendwo platzieren. Die platziere ich einfach mal. Ja, weil wir es können, würde ich sagen, hier daneben. So neben die Tür. Und da können wir jetzt den ganzen Kram hier reinsetzen, was wir jetzt nicht brauchen. So, das nehmen wir alles mal mit in die normale Welt rein, würde ich sagen. So, den brauche ich ja erstmal nicht, ne? Holz brauche ich jetzt auch nicht. Zwangsläufig können wir da reinpacken. Dirt nehme ich mit. Das nehmen wir mit. Die Axt nehme ich mit. Das wird unser Baumaterial sein. Das brauchen wir auch erstmal nicht. Fackeln brauche ich und das pflanzen wir jetzt gleich an. So. Ach so, ein Tor wollte ich bauen. Jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Ich wollte mir nämlich ein Tor bauen. So, jetzt muss ich nur mal kurz gucken, wie das mit dem Tor nochmal war. Ich glaube, das war so. Nee, genau umgekehrt. Diesmal war es umgekehrt. Seht's mir nach. Ich bin halt ein verwirrter Mensch. So, jetzt haben wir es aber. So, gut. Genau, da setzen wir jetzt ein Tor rein. Wo wollen wir das Tor reinsetzen? Also, ich bin der Meinung, wie sieht das hier aus? Boah, sieht doch ganz nett aus, ne? Wenn wir das Tor hier so vielleicht. Hier setzen wir jetzt ein Tor hin, komm. Da setzen wir jetzt ein Tor hin. Bop. Jo. Könnte was werden. Ja, ist doch schön. Okay. Gut, und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch die Koordinaten. Das heißt, ich werde mal kurz den hier machen. Wo sind wir? Wir sind bei Block 36 Höhe 44 minus 14. Also eigentlich eine gute Koordinate. Ist nicht dein Ernst. Hau ab. Das lässt mich ja schon wieder überlegen, hier so einen Glaskäfig zu bauen, ne? So, dann gehen wir doch einfach mal hier mal so gucken, was hier so fröhliches los ist. Wir gehen mal so ein bisschen auf Wanderschaft. Und wahrscheinlich werden wir auch sterben. Okay, die tun uns nichts. Oh, was sehe ich denn da Interessantes? Das können wir schon mal mitnehmen. Ich glaube, das müsste ich so abbauen können, oder? Ja, kann ich. Und der erste Erfolg, Freunde, der erste Erfolg. Im Nether, jawohl. Oh, und da ist noch mehr. Und es bringt aber auch schöne Sachen.
Und wir sind hier wirklich mitten. Wir sind hier mitten schon wieder. Oh, da sind ganz viele Strider. Wie war denn das? Da brauche ich eine Angel und an die Angel kommt ein Pilz, ne? Und da kann ich mit denen hier so rumwandern, so. Das ist ja auch eine tolle Sache. So, da oben ist Glowstone. Das ist ja auch was Schickes. Pilzesäge da. Goldsäge hier. Gold lasse ich erstmal. Das dürfen die gerne behalten. Jetzt müssen wir nur vor den Wildschweinen hier aufpassen. Ich weiß jetzt gar nicht, wo die Wildschweine sind. Die sieht unsere Schuhe aus. Die sehen gut aus. Da brauchen wir nämlich diesen einen Pilz. Kann man das so mitnehmen? Ja, cool. Nehme ich mal mit. Hier brauchen wir, glaube ich, eine Schere, ne? Ja, da brauchen wir eine Schere. So, das können wir aber mitnehmen. Dann nehme ich mal die Axt. Moment, wir werden beschossen. Wo? Von wo denn? Von wo werden wir denn beschossen? Wo steht denn das Vieh? Steht das hinter der Lava oder was? Wir haben die Ranken bekommen. Cool. Oder? Und ein Pilz. Keine Ahnung. Von der Seite? Nee, ne? Gefährlich, Freunde. Gefährlich. So, ich wollte eigentlich mit der Axt mal hier dieses coole Holz mitnehmen. Wow. So, nehmen wir mal mit. Wir bauen jetzt mal das ganze Teil hier mal auseinander. Und die Pilzlichter, die gibt es ja auch da. Diese schönen Lichter. Das lasse ich mir ja nicht nehmen. Deswegen ruppel ich das hier gleich mal raus. Das sieht nämlich cool aus. Und das werden wir dann auch gleich mal safen hier. Gleich in die Kiste packen. Dann haben wir schon mal die ersten Sachen hier aus dem Nether mal so abgepolkt. Ja, mal richtig cool. Ja, das Holz, ich finde das eigentlich auch ganz schick, muss ich sagen. So, und hier nehme ich das mal mit. Das werde ich mal so abbauen. Ja, das geht. Wunderbar. So, dann brauche ich nur eine Schere übrigens für diese Ranken da. Da können wir uns dran hochseilen. Ja, diese Pilze hier, mein Gott, dann nehmen die mal mit. Hier diese Erde noch mitnehmen. Zack, haben wir. Und hier diese Blöcke da, naja, von mir aus nehmen wir die auch noch mit. So, dann haben wir das. Bringe ich mal kurz in Sicherheit. Die Lava, die gefällt mir da am wenigsten. Die würde ich am liebsten einsperren wollen, die Lava. Dass das nur so ein Spot ist. Muss ich mal gucken, ob mir das gelingt. So, erstmal safen hier. Was nehmen wir denn dann mit? Gucken wir mal, das können wir machen. Da haben wir schon ein bisschen, was sind das überhaupt hier? Karmesinwurzel, wir haben Netherwarzenblock, coole Sache. Pilzlicht schon mitgenommen und hier Karmesinstiel mitgenommen. Und nicht zu vergessen, Netherquarz mitgenommen. Hier diesen komischen Pilz, also wir haben ja schon ordentlich was mitgenommen, ne? Finde ich ja schon mal super. So, ich werde mal hier nochmal so eine Druckplatte bauen für draußen. Und der nächste Step ist, den ich machen werde. Wir werden jetzt hier erstmal eine Druckplatte hinsetzen. Die kann ich ja so bauen. Hier für das Tor. Das ist ein bisschen einfacher halt, ne? So, und der nächste Step ist, wir werden uns da hinten eingraben. Mal gucken, ob uns das gelingt. Dass wir hier so mal so einen Weg bauen. Und zwar hier rein. So, nämlich hier. Und dann gucken wir mal, wo wir rauskommen. Ne, machen wir mal hier so schön. So, hier setze ich meine Fackel hin. Ein Block, dass wir unsere Ruhe haben. Und jetzt bauen wir uns mal immer in eine Richtung. Und dann schauen wir mal, wo wir rauskommen. Auf der anderen Seite, ich bin gespannt. Wir wollten ja eh von diesem komischen Zeug hier was mitnehmen. Und vielleicht, gucke mal, da geht es ja schon mal irgendwo hin. Vielleicht, Freunde, kommen wir in einen Soul Sand Bereich rein. Weil das wollen wir ja. Wir wollen ja versuchen, so ein bisschen Seelensand noch zu erhaschen.
Oh, gefährlich. Achtung, ich muss ins Sneaken gehen, Leute, weil ansonsten kann man hier auch mal ganz schnell im Nether mal ein paar Etagen tiefer sein. Und das will man nicht. Das will man nicht. Deswegen mal ein bisschen aufpassen hier. Auch vor Lava, die fließt hier nämlich ein bisschen schneller. Und was haben wir denn da Schönes? Ja, Freunde, das sind die Wildschweine. Und die sind saugefährlich, Freunde. Da müssen wir mal ganz schnell mal hier mal weg hier. Oh, seit wann passen die denn bitte schön hier rein? Dann passen die auch unten durch, ne? Ach, sind die echt nur ein Block? Ich dachte, die sind so groß. Sehr gefährlich. Und wir haben auch schon Damage bekommen. Ja, das war klar. Gut, also die Idee war erstmal nicht so gut. Das heißt, wir sind hier nach wie vor in diesem komischen Biom drin. Wir müssen also in eine andere Richtung, wo dieses Biom nicht ist. So, also erstmal wieder raus. Wahrscheinlich, ich hoffe mal nicht, dass er von da oben runterspringt. Hier mache ich erstmal aus, hier den ganzen Scheiß. So, was sehe ich da hinten? Da sehe ich Magma. Das können wir eventuell benutzen. Können wir die killen? Da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, dass wir die anderen nicht treffen. Ansonsten hätten wir dann hier Magma Cream, mit der wir auch arbeiten könnten. Ich versuche den mal anzugreifen. Geil, mit dem Steinschwert, ne? Oh, der ist auch recht groß. Oh, nee, können wir nicht erlauben. Wir müssen weg, Freunde. Wir müssen weg. Das ist zu gefährlich hier. Alter, Alter. Da ist ein Ghast, Freunde. Da ist ein Ghast. Oh, weia. Da ist ein Ghast, Alter. Scheiße. Puh. Hei, hei. Eieieiei. Ich hätte ja gerne Pfeil und Bogen, war. Bin ich ja ehrlich. Hätte ich ja wirklich gerne. Der turnt hier aber auch genau rum, ey. Wo sind die jetzt? What? Wo ist denn der jetzt? Hallo? Wo ist denn der jetzt hin? Ist der despawned? Ist er jetzt weg? Da ist so ein Warzenschwein da vorne. Oh, gefährlich, Leute. Gefährlich gut, dass wir hier in diesem Zaun drin sind. Ich gehe aber trotzdem mal ganz kurz raus, weil ich will mal kurz hier den Boden wegruppeln. Oder zumindest mal hier was hinstellen, weil ich wollte schon die ganze Zeit hier meinen Baum dahin stellen. So. So, da hinten ist das Warzenschwein, das ist saugefährlich, das killt uns mit einem einzigen Hieb. Sogar noch gefährlicher als Ghast, würde ich sagen. Wobei, das kommt hier, glaube ich, nicht hin, weil hier ist dieses. Das können wir gleich mal testen. Da sind sogar zwei. Eigentlich dürfte, weil hier ist so ein Pilz. Normalerweise dürften die gar nicht hier sein, wo der Pilz ist. Oh, kommt es angerannt? Ich weiß nicht. Nee, guck mal, das hat diesen Stinkepilz. Ich zuck hier voll zusammen, Freunde. Tut mir leid. Minecraft ist so aufregend. Ey, hier ist doch ein Pilz. Ich wüsste jetzt ja nicht den Radius. Ist das? Ich will es aber auch nicht drauf ankommen lassen. Aber ich glaube, wenn der hier gesetzt ist, reicht es auch aus, wenn ich den in der Hand halte? Müsste doch, oder? Also, ich würde vorschlagen, wir gehen in eine andere Richtung. Wir werden mal versuchen, mit diesen Stridern da unten, da müsste ich mal kurz überlegen, was die für ein Pilz, da muss ich nochmal in die Wiki reingucken. Aber ich glaube, Freunde, wir sind hier ganz weit gekommen. Ja, also das ist nicht schlecht. Also, wir gehen jetzt so zurück in die Welt. Ne? Wir nehmen jetzt unsere Schätze mit, die wir hier schon mitgenommen haben. Hier einen lassen wir mal hier, den Rest nehmen wir mit. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Das lassen wir hier so zum Bauen. Und die nehmen wir natürlich auch mit. Der Rest kann ja erstmal hier bleiben. So, Freunde, das war unser Abenteuer, unsere Aufnahme-Season. Wir haben es geschafft. Ich würde es als Erfolg ansehen. Wir sind nämlich im Nether gestrandet. Wir haben ein Portal, wir haben Portalraum, The White Room, wo ich immer sage, was richtig cool ist. Wir haben schon die ersten Materialien, die habe ich hier gerade in der Hand, safe in der Oberwelt drin, was auch richtig cool ist. Wir haben unser Portal schon geschützt. Jetzt müssen wir natürlich gucken, in welche Richtung gehen wir. Koordinaten haben wir aufgeschrieben.
Jetzt müssen wir uns ein bisschen besser ausrüsten, so ein kleines bisschen. Ja, wir haben ja eh noch zu tun. Ich werde jetzt am Wochenende rübergehen. Ich werde die Welt auf den USB-Stick packen und dann werde ich mal versuchen, mit der Villager da so ein bisschen das endlich mal fertig zu kriegen. Ja, das wird auch nochmal so 2, 3 Stunden vielleicht dauern, dass wir da mit den Bücherregale das machen. Und dann kann ich euch das bei der nächsten Aufnahmeseason zeigen. Dann können wir nämlich auch mit verzauberten Büchern so ein bisschen was machen. Vielleicht ja eine bessere Rüstung oder so Feuerschutz halte ich zum Beispiel für eine Idee. Und dass wir uns dann mal so ein bisschen durch die Nether mal wuseln, mal sehen, was wir da so fröhliches finden. Hier, du träum ich später alles ein, kein Ding. Und ich sage schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Ciao, der Water Cave Crafter.